Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Noble Horse Champion. Ja, es sind wieder neue Fohlen zu bewundern. Vier Stück an der Zahl, so ganz genau habe ich mir sie selber tatsächlich noch nicht angeguckt. Und diesmal werde ich hoffentlich dran denken, auch das Potenzial zu zeigen. Ganz lieben Dank für den Hinweis, den ich unter dem letzten Video bekommen habe. Ist mir selber tatsächlich bis dahin gar nicht aufgefallen. Da habe ich bei den Paint Horses vor allem ziemlich gepennt und vergessen, das Potenzial der Fohlen auch mal zu zeigen. Das werde ich heute hoffentlich nicht vergessen und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Katanga, die übrigens nach dem Fohlen in den Verkauf gehen wird. Da ich mit Tiana eine bessere Stute in der Farbe habe und von daher wird Katanga dann in den Verkauf gehen. Da ist das kleine süße Fohlen, ein sehr schönes Hengstfohlen, wie ich finde, sehr, sehr schicke Farbe. Allerdings wird er wahrscheinlich in den Verkauf gehen, da ich selber gar nicht so viele Hengste haben möchte. Mal gucken, schauen wir uns mal die Details an. Ah, der Halsansatz sieht nicht ganz so gut aus. Der Rest ist relativ ausgeglichen. Das sieht nicht schlecht aus. Siegeswille 4. Okay, den Charakter, den kann man ja mit dem Fohlentraining durchaus noch verbessern. Also unterm Strich gar nicht mal so schlecht. Wird mich aber wahrscheinlich, wie gesagt, trotzdem verlassen, weil Hengste möchte ich nicht so viele haben. Potenzial hat die Mama im Military 10, er hat 13, das ist also eine deutliche Steigerung. Ich glaube, der Papa hatte auch 13. Springen 10 wie die Mama und Dressur 13, wobei Dressur ist da bei den Hannoveranern für mich uninteressant, weil da habe ich die Andalusier. Ja, wird also wahrscheinlich in den Verkauf gehen, wird auch noch einen Namen bekommen natürlich. Sofern mir denn noch was Vernünftiges einfällt, natürlich. Da bin ich im Moment irgendwie wenig fantasievoll. Ascari hat auch ein wunderschönes schwarzes Fohlen bekommen. Das habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt. Ein Stütchen. Schauen wir uns mal die Details an. Oh ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Das Exterieur gefällt mir sehr gut. Das ist schön ausgeglichen, richtig klasse. Was haben wir beim Charakter? Ja, das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, mit dem Training im Fohlenalter kann man das noch ein bisschen verbessern. Da bin ich jetzt einfach mal zuversichtlich. Dann gucken wir mal, was das Potenzial sagt. Ja, mit denen möchte ich ja auch springen oder Military. Springen 10, Military 10. Das ist schon mal so nicht schlecht. Was hat die Mama? Mama hat Military 11, Springen 7, also im Springen deutliche Steigerung. Schauen wir mal beim Papa. Mal gucken. Springen 8, Military 7, ja. Damit ist das Fohlen eine deutliche Verbesserung. Sehr, sehr schickes Mädel. Wird dann auf jeden Fall erstmal bleiben. Und dann haben wir als nächstes das Fohlen von Sleeping Sun. Sehr, sehr süß, oder? Mit dem Fleck hier ums Auge, weißer Schweif, schwarze Mähne. Ich bin richtig begeistert von der Kleinen. Wobei, jetzt muss ich mal gucken, was für ein Geschlecht es eigentlich ist. Es ist ein Hengst. Ah, okay. Na, dann muss aber jetzt gut was zu bieten haben. Mal schauen. Details. Oh ja, also der Charakter sieht richtig gut aus. Sehr, sehr schön. Exterieur kann man auch nicht meckern. Nicht schlecht. Wie gesagt, richtig süß, oder? Ich finde das mit dem Fleck richtig klasse. Ich glaube, das hat er vom Papa. Das schauen wir mal gerade und schauen dann auch gleich mal bei Runaway Runner auf das Potenzial. Genau, das hat er vom Papa. Hübscher Kerl. Westernpotenzial 14. Nicht schlecht. Was hat Sohnemann?
Sohnemann hat 13, sehr schön. Mal bei der Mama gucken, die Mama hat 10. Ja, da kann man nicht meckern, würde ich sagen. Nicht schlecht, kleiner Mann. Ja, doch, der hat gute Chancen, bei mir zu bleiben. Sehr, sehr nice. Und dann haben wir das Fohlen von Chazari. Auch richtig hübsch. Hier mit dem schönen schwarzen Hinterbeinchen. Sehr, sehr schick. Wobei ich finde immer, das sieht so ein bisschen so aus, als hätten sie eine Halskrause oder so. Hat aber auf jeden Fall was. Mal gucken. Ein Stütchen, das ist schon mal gut. Schauen wir mal auf die Details. Oh ja. Sehr, sehr schön. Charakter schön ausgeglichen. Also der ist wirklich mal. Na, also. Ja. Sehr zufrieden damit. Exterieur sieht auch sehr gut aus. Da lässt sich auf jeden Fall was mit anfangen. Potenzial Western 14. Die Mama hat 13, okay. Und der Papa. Ach, guck mal, das ist mein eigener gewesen. Der gute Stone Cold. Hoppala, hat 13. Ja, prima. Sehr schön. Gute Arbeit, ihr beiden. Die wird auch bleiben. Da muss ich dann natürlich mal gucken, dass ich dann mal so meine Pferdchen durchschaue. Von den jetzigen Fohlen und die davor. Weil alle behalten wird recht schwierig werden. Ja, also wie gesagt, gar nicht mal schlecht. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Fohlen. Wie gesagt, der kleine Hengst von Katanga wird in den Verkauf gehen. Da würde ich vielleicht sogar überlegen, da Katanga ja auch in den Verkauf soll, ob ich sie nicht gleich beide zusammen verkaufe. Wäre natürlich auch eine Idee. Ach ja, und dann ist hier der Allegro noch groß geworden. Richtig schöner Fuchs geworden. Sehr, sehr schön. Auch ein Hengst muss ich mal gucken, das wäre jetzt der zweite Hengst, also auch da muss ich mal schauen, ob ich nicht einen von beiden dann verkaufe, weil es sonst einfach zu viel wird. Ja, und Stuten bringt einem einfach, finde ich, mehr. Mal schauen, was gibt's denn noch Neues? Donnie Darko, weiß ich gar nicht, ob ich euch den schon gezeigt habe. Der ist auch groß geworden. Was heißt hier der? Das ist eine Sie. Ups. Ganz toll aufgepasst. Sehr schön. Ja, wird noch umbenannt. Wieso bin ich denn da auf Hengst gekommen? Du meine Güte. Ja, keine Ahnung. Entweder es war schon spät oder ich weiß es nicht. Ja, also der Hengst ist eine Stute. Sehr schön. Den Hengst hier hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt, ne, den Erwachsenen. Dann haben wir hier, das ist die Stute, die ich meinte, die dann für für Katanga bleiben wird. Das ist Tiana. Sie ist besser wie die Mama oder wie die Stute. Ist das überhaupt? Da muss ich jetzt mal schauen. Ja, Katanga, die Mama. Das heißt, Katanga wird, wie gesagt, verkauft. Tiana bleibt. Und dann haben wir hier noch den Mikado, der erwachsen geworden ist. Richtig, richtig schöner grauer Andalusier. Sehr, sehr nice. Da muss ich mir jetzt allerdings dann auch mal überlegen, ob ich ihn oder ja, den anderen Hengst behalte und einen von beiden gegen ein Stütchen austausche. Entweder dann im Pferdehandel mal umschauen oder ob ich nicht einfach mal abwarte, ob ich nicht doch noch ein Stutfohlen bekomme. Auf jeden Fall sehr, sehr hübscher Kerl. Würde mir sehr schwer fallen, den abzugeben. Zumal ich ja extra mit einem Schimmel gezüchtet habe, weil ich gerne einen Schimmel wollte. Aber naja, die Farben kommen ja immer mal wieder.
Ich denke mal, da kriegt man auch ganz schnell wieder einen Schimmel. Und ja, das waren so die neuen Fohlen. Übrigens hat mich die Dani letztens besucht von Danis Games World. Nochmal ganz lieben Dank dafür. Ich war sehr überrascht. Und ja, da hat sie sich ein paar meiner Pferde angeguckt und ja, First Lady hier. Da ist ihr aufgefallen, dass sie hier ein kleines Herzchen am Popo hat. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sehr, sehr süß. Ja. Und ja, wie gesagt, das sind so die Neuigkeiten, das Update in meinem Stall. Und ja. Damit würde ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr habt auch eine recht erfolgreiche Zucht und ja, wünsche euch da weiterhin viel Glück. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich könnte zwar jetzt die Stuten natürlich wieder decken, aber ich überlege ehrlich gesagt, ob ich noch Zuchtfolgen in diesen Browser-Games mache, weil ich selber das Gefühl habe, es zieht sich relativ in die Länge und würde auf Dauer, glaube ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht sogar langweilen und von daher. Naja, wisst ihr was? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr dazu meint, ob ihr das gerne weiterhin sehen möchtet oder auch sagt, nee, ist schon relativ langatmig, also eher nicht. Wie gesagt, lasst es mich gerne mal wissen und ansonsten bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich danke sehr fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.